that railroad track. Hey, look yonder coming down that railroad track. It's the Orange Blossom Special, bringing my baby back. Ooh. Down to Florida and get some sand in my shoes, or maybe California and get some sand in my shoes. I'll ride that Orange Blossom Special and lose these New York blues. When are you going back to Florida? When am I going back to Florida? I don't know. Don't reckon I ever will. Ain't you worried about getting your nourishment in New York? Oh, I don't care if I do die, do die, do die, do die, do die. Sicher haben Ihnen unsere kleinen Impressionen von den Vorführanlagen hier auf der Messe Freude bereitet. Vielleicht vermissen Sie aber dabei die großen Neuheiten. Das liegt daran, dass es vom großen Vorbild von Lokomotiven, von den Waggons, heute schon alle Abbilder im Modell gibt. Jede Firma bringt jedes Jahr neue Modelle in X-Varianten heraus und es gibt kaum etwas, was neu wäre. Hier ist allerdings alles neu. Der Stand ist neu und die Firma ist auch ganz neu in das Modellbahngeschäft eingestiegen. Und weil man aus der Schweiz kommt, hat man sich eine schweizerische Bahn zum Vorbild genommen. Die Rätische und die Furker Oberalpbahn. Und weil man etwas Besonderes wollte, hat man eine Schmalspurbahn, die auf weiten Strecken eine Zahnradbahn ist, gewählt. Sie fährt auf Bergstrecken richtig mit der Zahnstange und klettert gleich doppelt so steil auf die Höhe wie das große Vorbild. Welche Fülle von Größen es heute bei der Modellbahn gibt, beweisen diese Modelle, die ich hier zusammengetragen habe. Es beginnt mit der großen Spurweite 2. Die Lok hat auch einen größeren Preis, nämlich rund 9000 Mark. Und es reicht bis zu der kleinen Spur Z, die wohl auf jedem Tisch Platz findet. Die gängigsten Größen mit dem breitesten Angebot sind die H0 und N-Bahnen. Neue Entwicklungen gibt es auch bei den elektronischen Bausteinen für die Modellbahnen, also bei Fahrpulten und Gleisbildstellwerken. Ein Wunderland für Modellbahner wie Computerfans gleichermaßen. Bis zu 100 Zügen unabhängig voneinander oder auch 400 Weichen, Signale und Entkuppler. Das alles lenkt der Fahrregler, ein Eingabegerät für den Steuerchip. Das kann unser Fahrdienstleiter von beliebiger Stelle aus. Eisenbahnspiel mit Zahlen. Hier wird eine Zugfahrt programmiert. Die Loknummer wird eingegeben, mit Tastendruck wird beschleunigt oder die Fahrtrichtung geändert. Die Steuerbefehle aus dem Mikroprozessor laufen einfach über die beiden Schienen zu den Loks oder Weichen. Ein einziger Stromkreis für alle Funktionen. Die programmierten Daten bleiben auch dann gespeichert, wenn unser Eisenbahner auf Handbetrieb umschaltet. Beispiel 2. Ein Streckenprogramm mit Gleisbildstellwerk. Hier überwacht die Mikroelektronik den Umlauf der Züge und sichert die gewählten Routen.
Die Schaltzentrale besteht aus dem Fahrziel und Richtungsgeber sowie dem Gleisbildstellwerk. Über dieses gibt der Hobbystellwerker die Fahrstrecke ein. Kollisionen sind dann ausgeschlossen. Herzstück ist dieser Rechner. Er kann maximal 80 Weichen, Signale und Entkupplungsgleise steuern, außerdem 40 komplette Fahrstraßen. Die vorhandenen Bausteine einer Anlage können ohne Änderung weiterverwendet werden. Und die übliche aufwendige Verdrahtung wird stark vereinfacht. Eine Ringleitung sowie Spezialstecker erleichtern den Aufbau und ersparen den Lötkolben. Alles ist schön übersichtlich auf der Unterseite angebracht. Es scheint, als habe die heile Welt der Spielzeugeisenbahn einen Riss bekommen. Die Berliner Hausbesetzerszene in der Modelleisenbahnlandschaft. Anfang der 50er Jahre hat es sowas noch nicht gegeben. Da stand man noch Schlange, um die blutjunge Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm im Kino zu sehen. Aber so heil wie bei Sissi war die Welt damals nicht. Im Gegenteil. Große Teile der Städte waren noch zerstört. Die Trümmergrundstücke wurden von sogenannten Löffelbaggern leergeräumt. Man war mit dem Aufbau beschäftigt. Der populärste Politiker dieser Zeit war Bundeskanzler Konrad Adenauer. Der Wahlkampf der Parteien wurde ähnlich ausgefochten wie heute. Damals forderten die Gewerkschaften die 45-Stunden-Woche. Täuschend echt sieht dieses Modellbahnzubehör aus, mit seinen ganz exakten Fassadennachbildungen, mit den epochengetreuen Beschriftungen und mit dem realistischen Farbfinish. Monatelange Recherchen in Stadtarchiven waren nötig, um die geeigneten Vorbilder zu finden, nach denen diese Modelle dann gebaut wurden. Das Ganze ist übrigens keine Laune des Herstellers, sondern man versucht damit, die Altersschicht anzusprechen, die jetzt vorwiegend mit Eisenbahnen spielt. Und das sind immer weniger die Kinder, dafür aber immer mehr die Väter, die so in den 50er Jahren aufgewachsen sind. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass hier nicht Traum aller Kinder, die Schule brennt, sondern Traum vieler geplagter Steuerzahler, das Finanzamt. Sieben Tage Messebetrieb, mal mehr, mal minder hektisch. Die Wunderwelt des Spiels und der Hobbys hat auch eine ganz nüchterne Seite, die des Geschäfts. So gesehen ist die Nürnberger Spielwarenmesse kein Wunderland, sondern ein Marktplatz. Deshalb ist die Messe ausschließlich Einkäufern aus aller Welt vorbehalten. Dieses Jahr kamen etwas weniger als das Jahr zuvor, rund 35.000 schätzt man. Hinter den bunten Neuheiten wurde und wird hart um die Preise und Rabatte gerungen. Herr Motti, Sie sind Vorstandsvorsitzender des größten Spieleisenbahnherstellers. Auch Sie werden es gemerkt haben, das Spielzeuggeschäft läuft nicht mehr ganz so wie in früheren Jahren. Auch das letzte Weihnachtsgeschäft hat nicht so ganz die Erwartungen des Handels erfüllt. Es wird von Umsatzrückgängen von 3-4% gesprochen. Liegt es eigentlich daran, dass wir zu wenig Kinder haben oder dass die Kinder zu wenig mit den traditionellen Spielzeugen spielen oder ist es einfach die wirtschaftliche Lage, die zu diesem Rückgang geführt hat? Herr Merz, die Umsatzentwicklung bei uns entspricht nicht ganz Ihren Ausführungen. Wir stellen insgesamt eine leichte Umsatzsteigerung fest. Wir glauben aber, dass es bei Berücksichtigung der Preissteigerung der letzten Jahre tatsächlich zu einem mengenmäßigen Rückgang gekommen ist. Die Ursachen dazu sind sicherlich verschiedene. In erster Linie sind es natürlich rückläufige Kinderzahlen. Wir haben heute 33% weniger Kinder im spielfähigen Alter, als dies noch vor 10 Jahren der Fall war. Natürlich spielt auch der Arbeitsmarkt eine bestimmte Rolle, denn bisher in manchen Gebieten der Bundesrepublik einen deutlichen Rückgang. Nun wird gesagt, dass der Spielwarenhandel sich jetzt mehr nicht mehr auf die Wünsche der Kinder so einstellt, sondern mehr auf die Wünsche von Bastlern und Sammlern. Können Sie diesen Trend bestätigen? Zeigt sich der auch hier auf der Messe? Wir stellen diesen Trend schon seit einiger Zeit fest und erfüllt uns gerade im Hinblick auf die rückläufigen Kinderzahlen mit Freude. Wir sehen, dass der Erwachsene wahrscheinlich beflügelt durch den größeren Freizeitumfang mehr bastelt
mehr seinen Hobbys nachgeht. Und Sie sehen die ähnliche Entwicklung an der Entwicklung der Spielwarengeschäfte. Die Bastelabteilung, die Hobbyabteilung, die Technikabteilung spielen dort eine immer größere Rolle. Und was geschieht mit den Kindern? Ist es richtig, dass vielleicht die Kinder heute schon mehr mit Computern, mit Video oder auch mit Musikkassetten spielen, statt mit dem traditionellen Spielzeug? Die neuen Medien sind an den Kindern nicht spurlos vorbeigegangen. Video, Audio, das Hören, das Sehen hat eine große Rolle dort gespielt und spielt sie auch noch. Aber gerade in den letzten Monaten und im letzten Jahr sehen wir in den USA, und die USA sind uns ja immer um einige Zeit voraus, eine rückläufige Entwicklung dort von diesen Medien. Die Geborgenheit, die Fantasie, die Liebenswürdigkeit von Spielsystemen, wie sie Lego, Playmobil oder Märklin sind, gewinnen die alte Bedeutung wieder zurück. Also sind Sie hoffnungsvoll? Wir sind hoffnungsvoll. Letzten Endes Fantasie, Sympathie kann nicht durch Tastaturen und Bildschirme weggewonnen werden. Über diese Neuheit, die wir hier auf der Spielwarenmesse entdeckten, haben wir uns vom Bayerischen Rundfunk ganz besonders gefreut. Und du vielleicht auch, Sabine, nicht? Ja, ganz klar. Denn das hier ist eine besonders genaue Nachbildung unseres Europazugwaggons, mit dem junge Leute für das bayerische Fernsehen in europäische Länder gefahren sind, um dort Filme über fremde Städte zu drehen. Und die Modelle unseres Europazugwagens, die haben wir dann immer am Ende unserer Quizsendung an die Mitspieler verteilt. Und das waren äußerst begehrte Sammlerobjekte, da die ja damals noch nicht im Handel zu haben waren. Ja, genau. Und damit gibst du das Stichwort, nämlich Sammeln. Der Europazug, den man also jetzt kaufen kann, ist wohl mehr ein Sammelobjekt. Denn er ist ja auch auf den Strecken nicht allzu häufig gefahren. Und Sammelmodelle herauszubringen, scheint eine gewinnträchtige Idee zu sein. Sie verleitet nämlich Modelleisenbahner, die auf ihren Anlagen schon genug Waggons und Lokomotiven haben, immer wieder neue Wagen zu kaufen. Und offenbar haben Modelleisenbahner ein besonderes Verhältnis zum Bier, denn jedes Jahr bringen die Eisenbahnhersteller hier neue Waggons, Kühlwagen mit Aufschriften bekannter oder weniger bekannter Biermarken heraus und sie werden alle gekauft. Wir haben jetzt einmal versucht, den längsten Bierzug zusammenzustellen mit allen Brauereiwaggons, die wir hier auf der Messe überhaupt auftreiben konnten. Na, jetzt schätzen Sie mal, wie viele wir da gefunden haben, wie viele an diesem Zug dranhängen. Ja, wir sollten eigentlich doch den Zuschauern das Zählen ersparen. Es sind insgesamt 56 Wagen, die wir hier aufgetrieben haben und die wir hier mit zwei Lokomotiven über die Strecke fahren lassen. Ich möchte gern ein Bier sehen, so groß wie das Schmiersee, so tief und so frisch, und ich wär ein Fisch, ganz tief hätt ich sinken und immer zu trinken, mal langsam, mal fix. Das ist eine Seite aus Ihrem sorgfältig geführten Betriebsbuch.